Klappe ist für mich der Bewegtbild-Filmpreis im deutschsprachigen Raum. Für mich ist die Klappe ein Wettbewerb, der sich durch die Jury auszeichnet und nicht nur Kreation bewertet, sondern dadurch, dass aus Produktion und von Kundenseite die Jury besetzt ist, sehr holistisch den Werbefilm bewertet. Der Eindruck ist so wie immer. Also meistens sitzt man so vor den Spots wie vom Werbefernsehen zu Hause. So, man denkt, okay, wann wird es jetzt wieder spannend? Und wenn es dann mal wieder spannend wird, dann ist es auch richtig gut. Ich musste eben meine Brille ausziehen, weil ich so gelacht habe und mir die Tränen runterflossen bei einem Spot. Und das ist natürlich ein Highlight. Also ich habe relativ wenig Sachen gesehen, die mich beleidigt haben in meiner scheinbaren Intelligenz. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, der deutschsprachige Werbefilm muss erstmal wieder überhaupt aus dem Keller kommen. Also es ist so wenig Mut, es ist so wenig Ecke, so wenig Kante, haben wir lange nicht mehr gehabt. Verglichen mit, sagen wir mal, mit dem angelsächsischen Werbefilm, würde ich sagen, haben wir immer noch einen Nachholbedarf. Das betrifft vor allem die Humorebene. Da können wir noch eine Schippe zulegen, glaube ich. Also ich denke, da hat Deutschland auch aufgeholt. Und auch in Cannes oder eben bei der Klappe sehen wir absolut wettbewerbsfähige Produkte inzwischen. Wir haben über 300 Einsendungen dieses Jahr. Wir werden sicherlich, sag ich mal, bei der Preisverleihung hoffentlich ein bisschen harte Tür machen, damit wir noch mehr Relevanz haben. Werbung fesselt mich, wenn sie eine Geschichte erzählen kann. Innerhalb kürzester Zeit und schafft es dabei sogar noch Emotionen aufzubauen. Das macht es für mich aus. Ein Spot, der mich im Bauch trifft. Ich glaube, das Thema wird ein bisschen sein in der Zukunft, dass man relevante Werbung macht. Werbung, die Verhalten ändert, Werbung, die bewegt, Werbung, die auch ein bisschen so auf das Umfeld eingeht. Das gesamte Milieu des Werbefilms, das sind Auftraggeber, Agenturen, aber auch die Produktionsfirmen, die müssen sich in eine Richtung entwickeln, dass sie wieder eine wahnsinnige Lust haben, so etwas zu machen. There is light all around.